Liebe Ansbacherinnen, liebe Ansbacher, liebe Mitbürger, auf Initiative von Bundespräsident Steinmeier gedenkt Deutschland heute der Opfer der Corona-Pandemie. In Deutschland sind es über 70.000 Opfer weltweit, 2,6 Millionen und in der Stadt Ansbach zwischenzeitlich 43 Opfer. Im Rahmen der Pandemie und all der damit zusammenhängenden Maßnahmen, um diese einzudämmen, auch aufgrund der Diskussion über Öffnungen und Schließungen, ist das Gedenken an die Opfer in den vergangenen Wochen und Monaten zu kurz gekommen. Wir sollten wissen, dass hinter jedem Opfer, hinter diesen 43 Personen in der Stadt Ansbach, wenn ich diese heraufgreife, Schicksale stehen, Lebensschicksale, nicht nur der Opfer selber, sondern ganzer Familien, auch von Angehörigen und Freunden. Es ist eine schlimme Zahl, die betroffen macht und die bisher, wie ich schon erwähnte, wohl etwas untergegangen ist. Deswegen ist es gut und richtig, heute an diesem Tag, auch mit einer Beflaggung an Ansbacher Gebäuden, diesen Opfern zu denken. Ich danke allen, die mitgeholfen haben, bisher in dem vergangenen Jahr die Pandemie zu bewältigen, die Höchstleistungen bringen in unseren Kliniken, gerade auch in Ansbach, die Höchstleistungen erbringen in allen Hilfsorganisationen und die Höchstleistungen erbringen in Handel, damit wir überhaupt die Dinge unseres täglichen Bedarfs noch kaufen müssen, mit allem, was damit verbunden ist, mit Gefahren, auch für die Menschen, die dort arbeiten. Ich bitte Sie, halten Sie sich weiterhin an die Maßnahmen. Die Inzidenzzahlen steigen wieder, nicht nur in Ansbach, sondern in unserem ganzen Land. Wir sind in einer dritten Welle. Die Kanzlerin spricht sogar eventuell von einer neuen Pandemie. Das hoffe ich nicht. Deswegen halten Sie sich bitte weiterhin an die Regelungen. Halten Sie Abstand. Dies ist unbedingt erforderlich, damit wir diese Krise überwinden. Ich bin aber zuversichtlich. Wir haben ein Impfzentrum in der Stadt Ansbach. Dort werden ebenfalls Höchstleistungen erbracht. Wir schaffen nun am Tag 1000 Impfungen für die Bürgerinnen und Bürger in der Stadt und im Landkreis. Das ist eine sehr gute Zahl und ich denke, wir werden damit durch mit dem Impfen schnell vorankommen. Diese Geduld brauchen wir noch die nächsten Monate, aber dann hoffen wir auf einen Sommer, in dem wieder mehr möglich wird und in dem vielleicht auch unser Stadtjubiläum mit der einen oder anderen Veranstaltung gut begangen werden kann. Aber heute gilt nochmal alle unsere Gedanken den Opfern der Pandemie, den Toten, aber auch den Schwererkrankten und denen, die bleibende körperliche Schäden durch die Krankheit davongetragen haben. Wir gedenken dieser Menschen, wir wünschen ihnen alles Gute, wir wünschen den betroffenen Familien alles Gute und sprechen unser herzliches Beileid aus. Bleiben Sie alle gesund, ich wünsche Ihnen alles Gute, Ihr Thomas Deffner.